Hallo zusammen und guten Morgen hier wieder von der Südhämmern. Wir sind wieder hier schon fleißig am Werkeln und ich hatte da gestern noch eine Idee, die wollen wir heute mal testen, ob wir im Grunde wieder vollautomatisch den Komposter mit Stroh befüllen können. Das heißt, wir werden mal kurz warten, bis der Kollege da vorne leer ist und dann nehmen wir einfach mal einen kurzen Kurs auf. So, wir gucken mal, dass wir hier... so zeigt er mir das nicht an, aber gut, wir haben hier den Punkt. So, das heißt, wir müssen trotzdem ein bisschen was einfüllen, damit wir das sehen, ob das auch, ob ich da ein Abladesymbol bekomme. So, das heißt, Kursaufzeichnung beginnen. Die Frage ist halt, wenn wir relativ dicht am Komposter vorbeifahren, ob wir dann, ob er dann eben den Beladet- oder Entladetrigger findet. Und wir da nicht irgendwie groß rückwärts rangieren müssen. Guck mal, wir fahren mal ganz langsam hier vorbei. Ja, er zeigt mir hier Stroh an. Das ist gut. So. Und dann müssen wir eigentlich nur mit dem wieder hier zurück. Fahren wir hier ein bisschen über die Wiese. So, stopp. Dann stellen wir den mal auf Stroh ein und sagen, fahr mal los. Gut, er wird jetzt na klar sagen, beziehungsweise merken, ich kann hier nichts mehr beladen, weil ich schon voll bin. Genau, und fährt weiter. Und dann hoffe ich, dass er am Kompostmaster einfach abladen tut. Dann können wir den einfach hier so weiter im Kreis schicken und dass er da eben die den immer schön voll hält. Warten wir mal. Er zeigt noch nicht an Abladestelle erreicht. Ja. Er lädt ab. Wunderbar. Das heißt, wir können speichern. Das wäre dort auf Oster Fülle. Wenn er jetzt auch gleich noch auflädt am Silo und jetzt nicht hängen bleibt an der Mauer. Gut, er wird jetzt warten bis... komm, kipp ihn zurück, kipp ihn zurück, kipp ihn zurück und fahr weiter. Ja, das hat schon mal geklappt. So, wenn er jetzt belädt. Gut, das nächste Problem ist halt, ich weiß nicht, wie voll der... Ja gut, er hat jetzt seine Transport beendet, weil die Durchläufe voll sind. Das heißt, wir setzen den einmal zurück, entlassen ihn, stellen ihn wieder ein. Wie viel Material in den Kompost da reingeht. Gut, das macht er auch. Ja, dann können wir doch mal uns um den Kollegen hier kümmern, dass wir den mal aufräumen. Ja gut, das Ding ist ganz hier drüben, die Deichsel habe ich gesehen. Dann müssen wir da irgendwie hinfahren. So. Wir werden den Kollegen, denke ich mal, gleich auch reparieren. Und einmal tanken. Wobei ich eigentlich blöd bin, dass ich mit dem Gabelstapler vorhin immer da hochgefahren bin.
Wir haben doch hier eine Hoftankstelle direkt am Hof. Ja, dafür ist es eine Hoftankstelle. Jetzt nicht die befüllbare, die habe ich immer noch irgendwie nicht hinbekommen, dass die bei mir erscheint. Weiß ich nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Hoftankstelle, die war doch hier hinten neben der Werkstatt. Ich habe sie drin eigentlich noch nie ausprobiert. Das werden wir gleich mal testen, ob das auch wirklich dem entspricht. Jo, es wird getankt. Gut. Du stehst hier und sagst, warte, bis Füllstand erreicht ist. Hier ist halt irgendwie mit dem Tempomat runtergedreht. So, dann geben wir dem mal wieder Stoff. Du bist hier gut dabei. Das sind immer noch 46.000 Liter Mehl, die wir hier wegbringen müssen. Und hier ist noch genügend Getreide. Also das dauert noch ein bisschen. Aber wir wollen ja mal spionieren. 143.000? Oh, meine Güte. So, genau. Er ist abladen Stroh. Der bringt Stroh. Der ist voll. Dann müssen wir mal gucken. Wir könnten den ja rein theoretisch auch hier ins Fahrsilo stellen. Steht da zwar im Freien, aber das sollte, glaube ich, erstmal nichts machen. Guck mal, da lassen wir den einfach hier schön stehen. So, der ist am Fahren. Der Abfahrer ist noch nicht unterwegs. Gut, er ist auch noch nicht wirklich voll. So, das passt. Gut, wenn wir Kompost machen, sollten wir dann noch mal Diesel holen. Gute Bremsen, Kollege. Danke. Und für solche Befüllaktionen vom Komposter ist der kleine Anhänger eigentlich wirklich wie geeignet. Den braucht man sonst für kaum andere Sachen, also kann der da eben wirklich in Ruhe einfach auf dem Hof seine Runden drehen. Gut, er wird irgendwann bestimmt mal mit einem der anderen Traktoren zusammenstoßen, aber naja, passiert. Ja, guck mal hier, was wir hier schon wieder an Wolle haben. Da müssen wir auch dann mal wieder verladen. Wir können mal bei den Hühnern runter gucken. Wie es da mit Eiern aussieht. Ja gut, die Kisten nehmen sie wieder automatisch auf. Das ist ja noch besser. So, dann Kühe. Kühe, 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 Kühe. Gülle, Mist in jeder Hülle und Fülle. Ja. So gefällt mir das. Ja gut, das läuft, das dauert. Der ist hier immer noch dabei. Haben wir hier jetzt eigentlich schon mal eine Anzeige, wie viel wir hier schon wieder haben? Sind auch schon wieder 14.500. Der Diesel, beziehungsweise der Komposter zeigt mich. Ups, ja, das war nicht gut. Hier 34.500 Liter an. Ja, er hängt wieder mal kurzfristig. Aber das kennen wir ja auch schon inzwischen. Ja, wir können mit der Feldbearbeitung noch nicht loslegen, weil wir einfach das Stroh hier nicht runterbekommen. Oh, ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. So, dann, warte mal, guck mal. Das läuft doch weiter. Dann laden wir mal in der Zwischenzeit die Wollepaletten.
zumindest mal die ersten vier hier vorne. Da kommen wir ja gut ran. Ja, guck mal, perfekt. Zuckerin, ja gut, der hat gerade abgetankt, den Roder, dann funktioniert das auch im Moment. So, dann schieben, nicht so weit, genau passend. Na komm, im Rückwärtsgang. So, aber aus Gründen werden wir hier, ups, nein, ich muss wieder den bisschen langsamer stellen. Nein, nicht die Kettensäge. Aus Gründen machen wir hier schon mal einen Spanngurt drum. Weil ich kenne mich. Man fährt einmal ran und schiebt dann die anderen Paletten einfach runter. Und das wollen wir ja nicht. Seite. Genau so meinte ich das. So, dann haben wir viermal hier wieder verladen. Das heißt, die Schafe können in Ruhe weiter produzieren. So, den Manitou brauchen wir ja für das Dieselfass, aber auch hier wieder Spanngurt. Nee, also ich muss wirklich sagen, diese doch relativ fortgeschrittene Automatisierung, die wir jetzt hier erreicht haben, läuft verdammt gut. So, der ist immer noch am Beladen hier. Gut, dann machen wir den mal aus so lange. Ja, er ist da, er holt wieder. So, dann gucken wir mal hier rüber. Ich hoffe mal, dass der Komposter nicht auch nur irgendwie 50.000 Kapazität hat, so wie die Mühle. Weil dann wäre das relativ schnell erreicht. Wobei das wäre ja dann schon jetzt, wenn der das nächste Mal hier vorbeikommt und abkippt. Hallo? Ach, da hinten ist er. Gut, dann ups, warten wir hier mal geschwind, ob der alles hier reinbekommt oder ob er gleich springt hier immer drüber. Das ist nicht gut. Hallo? Da ist er. Jetzt gucken wir mal, ob er nur einen Teil ablegt. Das sieht aber nach mehr aus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja gut, wir sind auf jeden Fall noch über 50.000. Das heißt, wir können den weiterlaufen lassen. Ja, er hat hier mal wieder Mehl für uns. Das ist noch am Laufen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann mal anfangen mit Verkauf.
weil doch so langsam aber sicher uns das Geld ausgeht. So, wie sieht es da? Der Rübenroder, guck mal, der ist bei 28.000 erst. Das heißt, der ist noch gar nicht wirklich voll geworden. So, hier. Das Ding hat er wohl auch ein bisschen durch die Gegend geschubst. Wieso ist der wieder auf 2 km/h nur runter? Das verstehe ich manchmal nicht, dass da der Tempomat irgendwie sich irgendwie runterdreht und dann nicht weiterfährt. Also den müssen wir wirklich im Auge behalten, damit der wirklich weiterfährt immer. Wir könnten doch aber, warte mal, haben wir jetzt irgendwie einen Traktor frei? Nicht wirklich. Sonst hätte ich gesagt, wir müssen ja hier definitiv pflügen. Nach Ding, das sehen wir auch schon, das muss gepflügt werden. Kalk brauchen wir nicht, aber dann hätte ich nämlich hier schon mal den Pflug angesetzt, aber wir haben keinen Traktor. Puh, mal wieder. Kennen wir das Problem nicht? So, lass uns mal gucken, wie es beim Mehl aussieht. Hier sind noch 39.000 und hier ist gleich die Produktion abgeschlossen. Aber ich habe gesehen, ja, genau, den da. Wir können wieder Diesel abgeben. Stroh sammeln, das dauert auch noch eine ganze Weile, weil wir, wenn wir auf der 4 drüben fertig sind, ja noch die 8 und die 9 auch vor uns haben. Kriege ich jetzt kein Abladesymbol für den Diesel. Oder bin ich da zu nah dran? Das ist wieder nicht gut. Oder ist das anderer Diesel? Kann aber eigentlich nicht sein, oder? Warte mal, du musst mal kurz warten. Ah, jetzt hier. Du musst mal kurz warten. Also. Diesel wird abgeladen. Ja, große Nachfrage bei der Brauerei. Na gut, das wird vermutlich Hopfen sein, ne? Brauerei, Brauerei. Brauerei. Was sonst Hopfen, was wir da klar nicht haben. Ja. So, der Dieselfass. Jetzt sollte es aber erstmal reichen, was wir da reingeballert haben. Und unser 939 hat mal wieder durchdrehende Reifen. Ja. Ein Bäumchen. Und noch ein Bäumchen. Oh. Na komm, 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 komm. Zieh, zieh, zieh. So, gut. Du, dich haben wir jetzt noch mal schnell befreit. Dann kannst du nämlich weitermachen, während wir Feierabend machen für heute. Ja. Die 19,5 Minuten sind schon wieder durch, also morgen wieder einschalten. Bis dahin, macht es gut und tschüss.